Auf jeden Fall ist es so, dass Google Books zunächst mal nur die Dokumente bereitstellt. Das ist auch schon interessant digital. Aber Sie haben recht insofern, als unser Ziel natürlich ist, die Semantik, den Inhalt dieser Dokumente Computer verstehbar bereitzustellen, weil nur dann es gelingt, dass ich auf eine Anfrage, die ich stelle, auch eine vernünftige Antwort bekomme, obwohl diese Antwort nicht direkt in irgendeinem Text steht. Das ist ja das Intelligente beim Menschen und insofern hat ja das Thema Künstliche Intelligenz auch bei allen Suchfirmen heute einen ganz großen Stellenwert. Die meisten Firmen für Künstliche Intelligenz werden ja von solchen Suchmaschinenfirmen gleich aufgekauft. Also das ist ein ganz heißes Thema. Das wird uns aber schon noch etliche Jahre beschäftigen, bis das Realität wird.